Mit täglich über 250.000 Reisenden und bis zu 2.000 Zugabfahrten ist der Frankfurter Hauptbahnhof gemeinsam mit dem Münchner Hauptbahnhof und hinter dem Hamburger Hauptbahnhof der zweitstärkst frequentierte Bahnhof Deutschlands. In diesem Video möchte ich euch kurz und kompakt den Zugverkehr in diesem Bahnhof samt eingesetzten Fahrzeuge im Fahrplanjahr 2020 vorstellen. Wir beginnen mit dem Fernverkehr, der bis auf wenige Ausnahmen auf den Gleisen 4 bis 13 anzutreffen ist. Um das Video kompakt zu halten, werden beim Fernverkehr keine einzelnen Verstärkerleistungen erwähnt. Wir beginnen mit den Fernzügen in Richtung Ostdeutschland, wo stündlich ein ICE nach Leipzig verkehrt. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um einen der Linie 50 Wiesbaden-Dresden mit ICE T und einen der Linie 11 München-Berlin mit ICE 1 oder 4 Triebwagen. Immer in der Stunde, in der der ICE nach Dresden fährt, gibt es einen zusätzlichen ICE-Sprinterzug mit einzigem Halt in Erfurt und Halle nach Berlin. Dieser fährt als Linie 15 mit ICE 3 oder ICE T-Triebwagen. Nach Berlin kommt man jedoch nicht nur stündlich über Erfurt, sondern auch über Braunschweig. Hier handelt es sich ebenfalls um zwei zweistündige Linien, zum einen die Linie 12 Basel-Berlin mit ICE 1 oder 4 Triebwagen und zum anderen die Linie 13 Frankfurt-Flughafen-Berlin, die aktuell noch mit ICE T-Triebwagen verkehrt, im Laufe des Jahres 2020 jedoch auf ICE 1er umgestellt werden soll. Diese Linie hält nicht am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern nur in Frankfurt Süd. Selbige Richtung steuern auch die Linien 20 und 22 nach Hamburg an. Die Linie 20 beginnt in Zürich, teilweise auch bereits in Chur, und verkehrt mit ICE 4-Triebwagen, während die Linie 22 in Stuttgart startet und im Misch mit ICE 1ern und 4ern betrieben wird. Zwischen Karlsruhe und Hamburg ist zudem auch noch die Linie 26 unterwegs, die aber 90 Minuten länger unterwegs ist und 15 unterwegs halt mehr anbindet, denn sie fährt meist nicht über die Hochgeschwindigkeit, sondern über die Altbaustrecken, um so etliche weitere Städte fernverkehrstechnisch anzubinden. Sie verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt und mit ICE T-Triebwagen. Von Frankfurt bis Heidelberg ergänzt sich diese Linie mit der Intercity-Linie 62 zum Stundentakt. Diese fährt nach Stuttgart und meist darüber hinaus über München bis Österreich. Hier kommen IC1-Garnituren mit 101er E-Loks zum Einsatz, ein Zugpaar ist auch als Taurus-Sandwich mit ÖBB-Wagen unterwegs. Damit sind wir jetzt bei den Zügen in Richtung Süden. Neben den angesprochenen Zügen nach Basel und München über Stuttgart gibt es noch die ICE-Linie 41 Ruhrgebiet München über Nürnberg, die als einzige der hier vorgestellten Linien im Stundentakt verkehrt. Zum Einsatz kommen ICE 3-Triebwagen. Bis Nürnberg nutzt diese Linie dieselbe Strecke wie die zweistündige Linie 91 nach Wien. Diese verkehrt mit ICE T-Triebwagen und in den Tagesrandlagen, wenn die Züge nur noch bis Nürnberg oder Passau verkehren, mit ICE 1 oder Intercity-Garnituren. In den meisten Fällen ist diese Linie umsteigefrei auf die ICE-Linie 31 Frankfurt-Ruhrgebiet-Hamburg durchgebunden, die dementsprechend ebenfalls im 2-Stunden-Takt verkehrt. Hier kommen zum Teil ICE 1, zum Teil aber auch noch Intercity-Wendezüge oder die aus Wien durchgebundenen ICE T-Triebwagen zum Einsatz. Damit sind wir jetzt auch bei den Zügen in Richtung Ruhrgebiet, wo es neben der stündlichen Linie 41, die wir ja schon kennengelernt haben, und der zweistündigen Linie 31 über den Rhein, noch die beiden zweistündigen, sich zum Stundentakt ergänzenden Linien 78 Frankfurt-Amsterdam und 79 Frankfurt-Brüssel, sowie einzelne Leistungen der Linie 49 Frankfurt-Köln mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen auf der Schnellfahrstrecke unterwegs sind. Diese letzten drei Linien fahren alle mit ICE 3-Triebwagen, letztere auch zum Teil mit ICE Velaro-Triebwagen. In keinem dichten Takt, jedoch ebenfalls im Durchschnitt etwa alle 2 Stunden, fahren Fernzüge von Frankfurt nach Paris. Es geht dabei immer entweder über Saarbrücken oder über Straßburg, wobei im Misch ICE Velaro-Züge oder die französischen TGV Duplex zum Einsatz kommen. Zu diesen regelmäßig verkehrenden Linien kommen noch zahlreiche Abweichungen, Verstärker und Linienverlängerungen hinzu, die in dieser Kompaktdoku nicht alle erwähnt werden können. Nennenswert ist aber die Tatsache, dass man von Frankfurt aus auch täglich nach Westerland, Stralsund, Marseille, Mailand und Zagreb reisen kann, sowie zweimal wöchentlich auch nach Budapest. Und zuletzt sei noch erwähnt, dass Frankfurt auch mit zwei Nachtzugpaaren verbunden ist,
die von Wien und Innsbruck nach Düsseldorf, teilweise auch nach Brüssel, sowie von Zürich nach Hamburg und Berlin verkehren. Machen wir jetzt weiter mit dem Nahverkehr, bei dem bis auf die S-Bahn alle Züge in Frankfurt beginnen bzw. enden. Starten wir mit den Zügen in den Norden, also jenen auf der Main-Weser-Bahn, die immer auf den Gleisen 11 bis 17 anzutreffen sind. Alle 2 Stunden werden Frankfurt und Kassel durch den RE30 verbunden, der nur 4-mal mehr als die parallele ICE-Linie 26 hält und mit einer 146.3 und 6 Dostos der 3. und 4. Generation verkehrt. Zum Stundentakt ergänzt wird er vom RE98 Frankfurt-Kassel, der aber ab Kirchhain überall hält und bis Gießen einen zweiten Zugteil mitführt, der dann als RE99 nach Siegen verkehrt. Dementsprechend fahren diese beiden Linien logischerweise ebenfalls alle 2 Stunden, werden aber von der Hessischen Landesbahn, kurz HLB, mit FLIR-2-Triebwagen erbracht. Hinzu kommt der öfter haltende Mittelhessen-Express, der einmal pro Stunde von Frankfurt nach Gießen verkehrt. In der einen Stunde hält der Zug ab Friedberg, in der anderen erst ab Gießen überall. Hinter Gießen geht es für den vorderen Zugteil weiter nach Dreisa, zum Teil auch nur bis Allendorf oder Marburg, und für den hinteren Zugteil nach Dillenburg. Diese Züge werden mit 442 Triebwagen der DB Regio erbracht. Hinzu kommen zwischen Frankfurt und Gießen bzw. zum Teil weiter bis Marburg etliche Verstärker mit 442 oder 146, teilweise auch 114 mit Dostus. Zuletzt gibt es auf dieser Strecke noch die RB34, auch Stockheimer-Lieschen genannt. Im Stundentakt geht es mit Triebwagen der Baureihe 642 nach Glauburg-Stockheim. Im Berufsverkehr verkehrt die Linie sogar halbstündig, dann gibt es auch 2 Verstärker mit 4 Doppelstockwagen und einer Diesellok der Baureihe 245, wobei die nachmittäglichen Verstärker immer zusammengekuppelt mit den beiden Verstärkern der Linie RB48 nach Nidda verkehren und in Bad Vilbel getrennt werden. Neben diesen beiden Dosto-Verstärkern nach Nidda gibt es hier noch einen weiteren, der mit 646ern der HLB verkehrt. Viele interessante Verstärker gibt es auch im Kinzigtal, das heißt auf den Zügen in Richtung Fulda, womit wir jetzt bei den Zügen gen Hanau angekommen sind, die immer auf den Gleisen 4 bis 13 abfahren. Im Stundentakt verkehren ein Regionalexpress der Linie 50 nach Fulda und eine Regionalbahn der Linie 51 nach Wächtersbach. Auf beiden Linien kommen dieselben 6 Dosto-Wagen-Garnituren wie auf dem RE30 zum Einsatz, hier allerdings immer mit E-Loks der Baureihe 114. Beide Linien fahren im Berufsverkehr 2-mal pro Stunde, dann allerdings zum Teil mit etlichen Fernverkehrsüberholungen auf der viel befahrenen Strecke. Die Verstärker der Linie RB51 fahren zum Teil nur mit 4 Wagen. Gleiches gilt für die 3 täglichen Hessen-Expresse, besonders schnelle REs zwischen Frankfurt und Bad Hersfeld sowie einmal darüber hinaus bis Bebra, die allerdings von 146.3 angezogen werden. Auch 2 normale RE50er fahren über Fulda hinaus nach Bebra und 2 RB51er über Wächtersbach hinaus nach Bad Soden-Saalmünster. Da die Strecke nach Fulda im Berufsverkehr echt stark nachgefragt ist, gibt es jedoch nicht nur Verstärker, sondern auch noch Zugverlängerungen. Dafür werden 3 Garnituren um 2 bis 3 Wagen und eine weitere Lok verstärkt, sodass dann 8 bis 9 Doppelstockwagen auf dem RE50 verkehren. Verlängerungen im Berufsverkehr gibt es auch auf dem Main-Spessart-Express, der stündlich von Frankfurt nach Würzburg und alle 2 Stunden darüber hinaus nach Bamberg verkehrt. Immer im Wechsel gibt es einen RE54 der Nordmainisch über Maintal und einen RE55 der Südmainisch über Offenbach fährt. Zu Schwachzeiten fahren alle Züge als RE54 und zur Hauptverkehrszeit alle als RE55. Hinzu kommen am Wochenende 2 zusätzliche Freizeit-Express-Frankenland-Züge nach Bamberg, die dann zwischen Gebünden und Schweinfurt eine Direktverbindung nutzen. Eingesetzt werden Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 445 in Einfachtraktion, im Berufsverkehr bis Aschaffenburg oder Würzburg in Doppeltraktion. Wie auf der Karte möglicherweise schon zu erkennen war, hält der nordmainische RE54 überall. Da dieser meist nur alle 2 Stunden verkehrt, gibt es immer in der Stunde, in der ein RE55er Frankfurt fährt, einen zusätzlichen RB58-Zug über diese nordmainische Strecke.
Alle anderen RB58-Leistungen, die bis nach Aschaffenburg oder Laufach fahren und hier einen Halbstundentakt bilden, können wegen fehlender Kapazitäten am Hauptbahnhof nur in Frankfurt Süd halten und verkehren deshalb zwischen Rüsselsheim-Opelwerk, teilweise erst Frankfurt-Stadion und sonntags erst ab Frankfurt Süd nach Laufach. Auf der RB58 ist die HLB mit 1440 Triebwagen unterwegs. Hinzu kommt zwischen Frankfurt und Hanau noch alle 2 Stunden der RE85 über Hanau in den Odenwald. Von Montag bis Freitag heißt dessen Zielbahnhof Groß-Umstadt-Diebelsbach und am Wochenende Erbach. Die Linie ist in Frankfurt umsteigefrei auf die RB82 durchgebunden, die ebenfalls in den Odenwald fährt, allerdings über Darmstadt Nord und Ober-Ramstadt. Hier heißt der Zielbahnhof immer Erbach, vereinzelt auch Eberbach. Beide Linien verkehren wie gesagt grundsätzlich im 2-Stunden-Takt und im Berufsverkehr im Stundentakt. Hinzu kommt noch ein RB86-Verstärker nach Groß-Umstadt-Diebelsbach, der nordmainisch fährt. Das Odenwaldnetz wird von der Vias mit 615er Triebwagen betrieben. Einzige Ausnahme ist die RB86, die mit 622ern unterwegs ist. Mit der RB82 hat sich dann bereits unsere nächste Richtung angedeutet, nämlich jene in Richtung Süden. Bevor wir uns mit dem Zugverkehr in Darmstadt befassen, betrachten wir noch die stündliche RB61 nach Dieburg. Diese sogenannte Dreieichbahn ist mit Pesa-Link-Triebwagen der Baureihen 632 und 633 unterwegs. Ein morgendlicher Verstärker wird allerdings von der Vias mit 615ern betrieben. Nun aber zu den Zügen nach Darmstadt, bei denen ein Halbstundentakt angeboten wird. Dabei handelt es sich immer im Wechsel um einen gemeinsamen RB67-68 Zug nach Heidelberg mit Zugteil nach Mannheim oder Schwetzingen, der ab Darmstadt überall hält, und einen RE60 nach Mannheim, der eben nicht überall hält. Die RB68 fährt von Montag bis Freitag meist weiter bis Wiesloch-Walldorf. Die RB67-68 verkehrt logischerweise immer mit 2 Triebwagen, während der RE60 außerhalb des Berufsverkehrs nur einzeln fährt. Zum Einsatz kommen Twindex-Triebwagen der Baureihe 446, die sich von den Würzburger Kollegen der Baureihe 445 durch den höheren Einstieg unterscheiden. Dieses Main-Neckar-Ried-Express-Netz umfasst auch noch den RE70, der stündlich über das Ried nach Mannheim verkehrt und bis auf die HVZ wieder RE60 in Einfachtraktion unterwegs ist. Dieser RE70 verkehrt dann auch nicht mehr wie die Darmstädter Züge aus dem Gleisbereich 4 bis 13, sondern aus dem Bereich 16 bis 24, womit wir bei der nächsten Ausfahrtsrichtung angekommen sind, nämlich die in Richtung Frankfurt Stadion. Diese Züge sind genau wie die Höchst, zu denen wir gleich noch kommen, immer entweder auf den Gleisen 16 bis 24 oder auf den Gleisen 1 bis 8 anzutreffen. Zurück zu den eigentlichen Zügen. Hier verkehren die beiden zweistündigen Linien RE2 nach Koblenz und RE3 nach Saarbrücken, die sich bis Mainz zum Stundentakt ergänzen. Beide Linien werden ebenfalls wiederum im Berufsverkehr zu einem groben Stundentakt verstärkt. Hinzu kommen noch Verstärker der Linie RB31 nach Alzey. RE3, RB31 und die RE2-Verstärker werden von Flex mit 620 und 622 Triebwagen gefahren, während der RE2 zum Südwestexpress, kurz Süwex-Netz, gehört, das mit FLIRT 3 Triebwagen betrieben wird. Neben dem RE2 fahren aber auch noch die zweistündigen Süwex-Linien RE4 und 14 ab Frankfurt, deren Zielbahnhöfe Karlsruhe bzw. Mannheim sind. Dabei ist der RE4 in Richtung Karlsruhe jedoch immer in Mainz gebrochen, sodass die Direktverbindung Frankfurt-Karlsruhe nicht besteht. Diese Züge ergänzen sich zum Stundentakt und fahren ebenfalls mit FLIRT 3, aber auch vereinzelt mit FLIRT-25ern oder Flex-Triebwagen. Außerdem fahren diese Züge nordmainisch nach Mainz, also in Richtung Frankfurt-Höchst aus, wo wir über der letzten Richtung angekommen werden. Während der RE2 Frankfurt und Koblenz linksrheinisch verbindet, tut die RB10 der Vias dies rechtsrheinisch. Sie ist im Stundentakt unterwegs und hat den Zielbahnhof Neuwied. Im Berufsverkehr herrscht bis Koblenz ein 30-Minuten-Takt. Außerdem gibt es 7 RE9-Verstärker nach Eltville, die nicht über den Wiesbadener Hauptbahnhof verkehren. Es kommen FLIRT 1-Triebwagen zum Einsatz, auf dem RE9 zu etwa 50% auch 1440er der HLB. Nach Limburg gibt es ebenfalls eine stündliche Verbindung, die durch die RB22 hergestellt wird. Sie fährt im Berufsverkehr halbstündig und wird dann zusätzlich durch den viermal weniger haltenden stündlichen RE20 ergänzt.
Diese Züge fahren alle mit 3 bis 5 Doppelstockwagen und E-Loks der Baureihe 143. Ebenfalls über Höchst fahren auch die Züge der Linie RW12, die meist im Halbstundentakt unterwegs ist und nach Königstein fährt. Hier setzt die HLB Dieseltriebwagen der Baureihe 609.0 oder 648 ein. Selbigen Fahrzeugen fahren auch die HVZ-Verstärker der RW15 nach Gräfenwiesbach oder Brandoberndorf, die im Berufsverkehr zusätzlich am Frankfurt fahren und zum Teil umsteigefrei mit der RW12 zusammenhängen. Von den jetzt genannten Zügen fahren bis auf die Linien RE4, RE14, RE20 und RB22 alle bis auf Ausnahmen von den Gleisen 16 bis 24. Nur die eben genannten sind meist auf Gleis 1 bis 8 anzutreffen, wo auch die S7 der S-Bahn Rhein-Main beginnt. Bis auf einzelne S1, 2 und 8 Verstärker halten alle weiteren S-Bahnen im Tiefbahnhof auf den Gleisen 101 bis 104. Das Netz der S-Bahn Rhein-Main umfasst die Linien S1 Rödermark-Oberroden Wiesbaden Hauptbahnhof, S2 Dietzenbach-Niedernhausen, S3 Darmstadt Hauptbahnhof Bad Soden, S4 Langen-Kronberg, S5 Frankfurt-Süd-Friedrichsdorf, S6 Frankfurt-Süd-Friedberg, S7 Frankfurt Hauptbahnhof Riedscheid-Goddelau, S8 Offenbach-Ost-Wiesbaden Hauptbahnhof und S9 Hanau Hauptbahnhof Wiesbaden Hauptbahnhof. Grundsätzlich fahren alle Linien im 30-Minuten-Takt. Auf S1, 2, 5 und 6 kommt es aber auch tagesabhängig zu einem 15-Minuten-Takt auf Teilabschnitten. Außerdem bilden S3 und 4 sowie S8 und 9 jeweils einen 15-Minuten-Takt auf den gemeinsamen Abschnitten. Die S8 verkehrt im Berufsverkehr auch weiter bis Hanau. Zum Einsatz kommen auf der S2 bis 6 Triebwagen der Baureihe 423 und auf der S1, 7, 8 und 9 430 Triebwagen. Auf den nur zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen bzw. Kelsterbach verkehrenden S8 Verstärkern sind für 25 Triebwagen im Einsatz, die 2020 oder 2021 auch auf die S7 in den Einsatz gebracht werden sollten. Zuletzt halten am Frankfurter Hauptbahnhof auch noch Stadtverkehrsmittel, genauer die U-Bahnlinien 4 Bockenheimer Warte Enkheim und 5 Hauptbahnhof Bräuningsheim, sowie die Straßenbahnen der Linien 11 Höchst-Hochsperrstraße Fechenheim-Schießhüttenstraße, 12 Schwanheim-Rheinlandstraße Hohe-Junkersstraße, 14 Mönchhofstraße Bornheim-Ernst-Mai-Platz, 16 Ginnheim-Offenbach-Stadtgrenze, 17 Rebstock-Bad Neu-Isenburg-Stadtgrenze und 21 Niedkirche-Straßenbahn. Damit bin ich auch am Ende dieser Kompakt-Doku angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.